Vor kurzem bekamen MedienvertreterInnen die Möglichkeit, die neue Ceratizid-Werksanlage in Grecklmoos zu besichtigen. Tobias Rackl, der technische Verantwortliche für den Bau, führte durch die Hallen. Bei mir ist der Tobias Rackl, er ist der technische Verantwortliche hier bei diesem Bauwerk. Generell, die Halle ist ja ein Monsterbauwerk, wenn man das so sagen kann. Ein paar technische Details vielleicht in kurzen Zügen. Ist für uns eine neue Dimension. Die Halle an sich ist 220 Meter lang, am höchsten Punkt 33 Meter hoch und 82 Meter breit, gell, von den Außenabmessungen. Was ist das Besondere in den Hallen? Das Besondere, natürlich die Größe, die Dimension, die uns ganz neue Möglichkeiten gibt, hier eben am Standort zu produzieren. Ansonsten haben wir sehr viel auf Nachhaltigkeit geschaut, dass wir im Einklang sind mit der Natur. Der Architekt hat seine Farben und Formensprache da untergebracht. Also wir arbeiten sehr viel mit Holz, das soll auch die Umgebung ein wenig widerspiegeln. Wir arbeiten sehr regional, also mit regionalen Partnern hier aus der Region, generell mit vielen Partnern aus Tirol. Und wir haben sehr viel Holz verbaut. Also Holz ist uns sehr wichtig bei Ceratizid und Planse. Wir sind ja gerade von unten hier rauf auf das Dach. Drei Stockwerke gibt es. Genau, so ist es. Ja. Es gibt drei Vollstockwerke, wo wir auch Büros wiederfinden, wo wir produzieren. Zusätzlich hätten wir noch zwei Stockwerke, wo nur so Medienversorgung stattfindet. Aber drei Stockwerke ist natürlich ist für einen produzierenden Betrieb was Besonderes. Ja. Auch etwas Besonderes ist das habe ich auch erst gesehen, die Büros oder künftigen Besprechungsräume sind so untergebracht, ich möchte es einmal salopp bezeichnen, wie Schwalbennester, eine komplett neue Bauweise. Ja, es war uns wichtig, dass die Fläche, die wir hauptsächlich brauchen zum Produzieren, dass wir die so frei wie möglich gestalten, um flexibel zu sein. Es ändert sich hier ständig was. Maschinen werden verschoben, neue kommen dazu, alte werden ausgeschieden. Und da wollten wir einfach diese Fläche fürs Produzieren nutzen. Und da war es natürlich naheliegend zu sagen, wir hängen die Fläche für Administration, für Büro, für Brotzeiträume unter das Dach rein. Erstens hat es einen eigenen Charakter und ja, ist fast zu sehen wie ein Schwalbennest. Ja, genau. Und das Ganze natürlich umweltfreundlich, wie es nicht besser gehen würde, alles aus Holz gebaut. Wir haben sehr viel Holz verbaut. Natürlich da, wo das statisch nicht möglich ist, brauchen wir Beton. Ganz klar ist Beton notwendig. Aber ansonsten schauen wir schon sehr viel, dass wir in der Fassade, in der Dachkonstruktion, bis hin in die Büros, Oberflächen sehr viel mit Holz arbeiten. Ist einfach heimeliger. Es ist für die Mitarbeiter auch praktischer oder schöner zum Arbeiten. Ja. Herr Vorstand Karl-Heinz Wex, wie schon erwähnt, auf dem Dach, also die Fläche hier, was man sieht, also wenn man das nicht selber gesehen hat, man kann es fast nicht glauben. Welchen Ausmaß hat das Ganze? Das Gebäude selber ist 200 Meter lang, über 80 Meter breit und fast 35 Meter hoch. Und wir installieren hier Produktionsflächen im Ausmaß von ungefähr 20.000 Quadratmeter. Das Ganze, was das Bau betrifft, Sie haben es auch schon erwähnt, also werden hauptsächlich heimische Firmen verwendet und autonom gearbeitet. Ja, also wir setzen immer darauf, also wenn wir Projekte vergeben, dass wir versuchen, primär die Aufträge an lokale Firmen zu geben. Und wir haben es auch geschafft, bei diesem Projekt also hier im Prinzip fast nur lokale Firmen also hier einzubeziehen. Wie lange wird es noch dauern, bis diese Fertigungshalle in Betrieb gehen kann? Also wir gehen davon aus, dass mit Ende des Kalenderjahres diese Halle bezugsfertig ist und dass bereits wahrscheinlich mit Dezember erste Anlagen hier installiert werden. Wie viele Arbeitsplätze werden da geschaffen? Ja, die Frage kommt immer wieder. Ich sage immer, kann man eigentlich gar nicht so genau sagen, weil wir werden ganz massiv das Thema Automatisierung vorantreiben. Ja. Also hier in diesem Gebäude werden wahrscheinlich in der Größenordnung 400 bis 500 Mitarbeiter im Endausbau, ja, mal ihre Beschäftigung, wobei also hier schon etliche Arbeitsplätze vom alten Standort hierher transferiert werden. Vielleicht noch zusammenfassend, weil wir eben uns jetzt auf dem Dach oben befinden, weil ich würde mal sagen, für jeden Umweltschützer, wenn er das sieht, wäre das eine Freude. Es werden ja unter anderem Grünflächen etc. etc. geschaffen. Also das Gebäude ist ein sehr
nachhaltig gebautes Gebäude. Wir haben massiv auf Holzbau gesetzt und wir schaffen es auch, die gesamte Energie, die man zum Heizen und zum Kühlen braucht, im Prinzip, dass man hier autonom ist. Das heißt, auch das vorhandene Grundwasser wird teils genutzt? Ja, also das Grundwasser wird also verwendet einmal zum Kühlen im Sommer. Also Kühlen benötigt fast mehr Energie als im Winter das Heizen. Und mit diesem Grundwasser wird auch über eine Wärmepumpe dann entsprechend die Heizung gemacht. Also man kann sich von unten gar nicht vorstellen, welchen Ausmaß von Fläche das hergibt. Aber nichtsdestotrotz, Photovoltaiksee ist einmal schon installiert. Was kommt noch alles hier rauf? Aufs Dach. Ansonsten wird es nicht mehr viel passieren. An Technik haben wir so wenig wie möglich hier aufgestellt, auch um den Anwohnern natürlich da nicht zu viel zuzumuten. Wir haben dann nur die Erweiterungsmöglichkeit, dass wir die Flächen noch vergrößern können. Aber das sind Zukunftsszenarien, die irgendwo in ferner Zukunft sind. Ja. Aber eines vielleicht noch abschließend, was ganz wichtig ist, genau da, wo wir jetzt stehen, das wird künftig Grünfläche. Das wird künftig Grünfläche, ja. Hat zwei Vorteile für uns. Erstens können wir das Regenwasser kontrolliert in den Boden einleiten lassen und zweitens hilft es uns, um die Wärme aus den Hallen rauszubringen, über Verdunstungswärme das Ganze an die Umwelt, an die Umluft abzugeben. Abschließend kann man ja sagen, ein Bau dieser Halle, ich möchte fast sagen, einzigartig in Tirol, was nachhaltig betrifft. Oder gibt es mehrere Standorte, wo sowas geschaffen wurde? Also wir versuchen die letzten Jahre schon, also auch in diese Richtung, alle neuen Hallen entsprechend zu konzipieren, wobei dieses Gebäude wahrscheinlich das am technologisch fortgeschrittenste ist bei uns in der Gruppe.